Guten Tag, liebe Männer. Wir sind immer noch bei Katja und wie wir versprochen haben, werden wir noch Ihre Kommentare lesen zusammen. Katja ist schon dabei, liest schon alles auf Russisch, die guckt unseren Kanal, YouTube-Kanal auf Deutsch und übersetzt sofort auf Russisch und liest Ihre Fragen, die Sie geschrieben haben, wie wir in diesem allerersten Video geschrieben haben. Männer, bitte schön, bis 3 bis 4 Nachmittag schreiben Sie. Wir werden um 3 um 4 Nachmittag Ihre Kommentare lesen und alle Fragen beantworten. Wir haben jetzt 4:30, wie versprochen, werden wir alles durchgehen. Schauen Sie, wir haben dann schon hier jede Menge gegessen. Уже поели все. Das können wir mal wegräumen. Natascha, ich werde alles Ja, sieh die, nichts надо убирать, я тут все это немножко уберу. Und trinken wir noch ein bisschen Tee. И Катя wird alles beantworten. Катя нам подвечает. Любом пить чай. Читаем. И выбирай вопросы. На Deutsch или Russisch? Ты мне на русском говори, а я буду переводить. Die wird auf Russisch lesen, die Frage verstehen. Und dann kann sie mir sagen, dann werde ich übersetzen, что тебе понравилось. Просят, чтобы ты по другим девушкам, по домам пошла. Почему ты часто не приходишь в гости к другим девушкам? Ага, da war ein Kommentar, diese Idee, Frauen zu Hause besuchen in der Ukraine, hat jemand Oliver Maus gefallen. Ask. Diese Idee von Oliver und der fragt, warum mache ich das mit anderen Frauen nicht? Da muss ich Ihnen sagen, die Frauen werden das auch nicht wollen. Es gibt sehr wenig Frauen, die so offen und bereit sind, uns reinzulassen, dass der ganze Deutschland die Wohnung sieht. Und Katja, расскажи, пожалуйста, как ты это видишь? Ich sage, ich frage Katja, ist das normal in der Ukraine? Kommen ну, а почему мужчины не снимут у себя в свой дом, не покажут? Вы многие снимете видео из своего дома, покажете? Ну, Катя sagte, ich habe Gegenvorschlag. Ich würde sehr gerne sehen, wie die Männer wohnen. Natalia, geh mal und besuche alle deine Kunden zu Hause in der Wohnung und in ihren Häusern und zeig mal erstmal uns auf deinem YouTube-Kanal, wie diese Männer wohnen. Wie fühlen sie sich dabei? Sind sie bereit dafür? Deswegen sind unsere Frauen genau so und wollen das auch nicht zeigen. И потом к чужому человеку, ну, я не думаю, что все на это готовы ехать. Киев большой, здесь левый берег, правый берег. Ну, вам это кажется легко, вы просто сделайте раз. Сами сделайте своими руками. Вот это у вас вопросы такие исчезнут. Und auch so zum Beispiel, was mich angeht, auch, ich will auch nicht jeden fremden Menschen, so fremde Frau besuchen und zu ihr nach Hause kommen, um da so einfach unglaublich viel Arbeit zu machen, weil das einfach so, diese Arbeit dauert den ganzen Tag. Es ist schon dunkel bald. Ich sagte, machen Sie das einmal, liebe Männer, diese Arbeit, und dann schauen Sie, ob es Ihnen Spaß macht. Da, дальше спрашивает... Почему женщинам в России и Украине сложно найти партнера с детьми? Здесь, в Германии, на самом деле не проблема. А, не-не-не, ты давай переводи на немецкий. Русишком, diese Übersetzung вот, nicht so gut. LN спрашивает. Ich lese am besten auf Deutsch, dann frage ich schnell Katja, weil wenn Katja auf Russisch die Übersetzung, wie immer, diese Google Translate funktioniert nicht so gut. Я тебе читаю на немецком, потом тебе вкратце на русском, потому что переводит не всегда правильно. Да? Also, die Frage ist folgendes. Hallo ihr Lieben, ich habe deine Frage. Ist es für ukrainische, russische Frauen wirklich so schwer mit Kindern, einen neuen Partner zu finden? Hier in Deutschland ist es eigentlich kein Problem, einen neuen Lebensgefährten zu finden. Und stimmt es, dass Paare in der Ukraine oft deutlich früher Kinder kriegen als in Deutschland? Liebe Grüße. Итак, вопрос такой неплохой. Написано следующее. Действительно ли это так, что девушке с детьми в Украине тяжело найти жениха, либо партнера? Это он спрашивает, потому что говорит, для немецких женщин с детьми в Германии вообще не проблема еще раз выйти замуж, найти партнера. Ну, это вообще как вот женщины еще тоже. Есть же разные женщины. Она может быть беременна от одного, но уже нашла третьего мужа. И такое может быть. Das hängt, vieles hängt von den Frauen ab. Es kann so, es gibt solche Frauen, die sind noch schwanger mit einem Kind von einem Mann und die hat schon einen anderen schon gefunden. Das gibt's auch. Das heißt, wie sich die Frau verhält. Also, как интенсивно ищет женщина мужчину. Ну, это просто от природы дано. Есть для кого-то не проблема познакомиться. А ко мне, если я лечу в самолете из Копенгагена, а там два ряда, знаешь, он идет, думает, хоть бы я с ней сидел, такой садится, и вот это всю дорогу на меня смотрит, и я вот с таким лицом. Ich sagte, das sind auch hängt von den Frauen ab, wie
gehen die Frauen auf den Kontakt. Die sagte vor kurzem, wie sie von Kopenhagen nach Hause geflogen, da kommt ein Mann und der guckt auf Katja und denkt, hoffentlich sitze ich neben ihr. Dann hat er sich tatsächlich neben ihr gesetzt und dann guckt er die ganze Zeit auf sie und Katja sitzt so erschrocken, guckt, was will er von mir? Die sagt, ich will gar nicht ihn ansprechen. Kaffee pili. Я, ну, со стаканчиком, не, ну, стюардесса не заберет. Он говорит, давай я выброшу тебе. Я такая, это работа стюардессы. Und dann sagte die Katja, sagte, ich habe Kaffee getrunken, dann habe ich diesen Becher und er sagte, darf ich den bei dir wegnehmen und dann wegbringen? Lass mal mich den Becher wegschmeißen. Und die Katja sagte, das macht die Flugzeugbegleiterin, das müssen sie nicht machen. Ну, вообще, как бы, зависит от людей. Да, не все готовы брать на себя ответственность. Ну, кому это интересен быт? Кому интересен... Aber, семейная жизнь, кому она интересна? Ja, aber Katja sagte, ich kann mir gut vorstellen, nicht alle wollen solche Verantwortung auf sich nehmen und wer braucht das auch? Das ist natürlich schön, wenn man mit der Frau zusammen ist, aber wer braucht dann sofort diese Familie mit zwei Kindern? Das kann ich mir vorstellen. Все хотят развлекаться, получать наслаждение от жизни. Зачем о ком-то заботиться, когда кто-то болеет? Но все говорят, хочу семью, но никто... konkreten nicht понимает, какие он понятия в эту семью вкладывает, что он хочет. Alle wollen Spaß haben und Freude haben und wer will das schon von ihnen, von Männern, diese Verantwortung sofort zu übernehmen, in diese Verantwortung einzusteigen. Eine Sache, man hat mit Frau jetzt Freude und genießt die Zeit und das Leben und Kinder ist Verantwortung. Dann muss man sofort sich um diese Kinder zu kümmern und sowas. Naja, ich muss schon sagen, я говорю, ну так как вот у нас реально есть, говорю, почему ты еще не вышла замуж у нас? Потому что... Но у меня запросов много, кстати, было. Ну человек 10 мне писал. Я же тоже выбираю, чтобы мне мужчина нравился. Если он мне не нравится, то он за мной не ухаживает. Ich sage, ну bei Katja, so wie ich sehe, wenn nicht ihre zwei Kinder, die würde schon bestimmt verheiratet sein. Und Katja sagte, naja, ich kann mich nicht beschweren, ich hatte schon Anfragen, bis 10 Anfragen in dieser ganzen Zeit der Partnersuche hatte sie bei unserer Agentur schon. Nur die sagte, die guckt ja auch, die will auch nicht, egal welchen Mann. Und so antwortet sie nur denen, wo sie sieht, da gibt es Potenzial, die würde mit diesem Mann tatsächlich aufbauen. Und ты вообще-то немногим отвечала вообще, да? Запросы приходили. Und von diesen 10 Anfragen hat sie tatsächlich nur 2 Männer überhaupt in ganzer Zeit bei unserer Partnervermittlung geantwortet. So ist sie eigentlich von Anfang an sehr ehrlich. Die will nicht die Hoffnung jemandem geben und anfangen schreiben, wenn sie dann zu wenig Chancen hat. Deswegen, ты такая тоже переборчивая. Я sage, die hat auch... Ну, Geschmack. А как, если мне человек не нравится, ну, что ему письма буду писать? Ну, что, зачем sagte, ну, время du, забирать? Wenn mir der Mensch nicht gefällt, warum muss ich überhaupt diese Briefe schreiben und dem anderen Zeit einfach wegnehmen und Hoffnung geben? Und ich respektiere Zeit. Я же тоже хочу любить как-то человека. Я же еще не старая. Мне тоже хочется влюбиться, чтобы человек нравился, там, приятен мне был. Ich möchte auch noch meinen Mann lieben, ich möchte ihn mögen, ich möchte mich verlieben wieder und mein Ehemann muss für mich angenehm sein. Ja, legitim. А так лишь бы писать, что мне делать нечего, письма. Und sie sagte, einfach nur schreiben, da hat sie genug Beschäftigung. Warum soll ich dann einfach nur wegen Schreiben schreiben? Deswegen wir schreiben dafür, um aufzubauen, Beziehung aufzubauen. Deswegen wir schreiben... mit dem Ziel, den richtigen zu erkennen. Ja, und da muss man schon die in Frage kommen, anzuschreiben. Кать, ну, ты сказала, помнишь, что ты еще искала, хотела, подумала посмотреть в англоязычных. А, ну я думала, sage, да, Катя, может, как-то с немцами у меня не очень. Катя hat schon gesagt, die sagte, bestimmte Zeit hat sie gedacht, vielleicht mit den deutschen Männern klappt es bei mir nicht so richtig. Vielleicht muss ich in anderen Ländern gucken. И что ты, ну, я думала, может, Англия, куда-то недалеко, чтобы летать, не, ну, 2 часа там, детей к папе на летние каникулы мне. Die hat dann an England gedacht, die dachte, vielleicht mit den deutschen Männern komme ich nicht so richtig klar, diese Mentalität, dass sie mich nicht mögen, irgendwie geht nicht so richtig. Dann hat sie an England gedacht, sie sagte, dass England ist noch nicht so weit, 2 Stunden fliegen, dass man noch Kinder zu Papa bringt, mal zum Sehen, Treffen, über Sommerferien, dann können sie dann mit Vater
noch Sommerferien verbringen. И потом... Искала, да, агентство. Думаю, ну в Англии посмотрю. Ну и есть тоже видео там на Ютубе снимают женщину. Ну у меня нет доверия. Это ужас. Она какая-то пропитая, прокуренная. Это я... Ну просто даже не хочу связываться. Und sie sagte, die hat auch andere Partnervermittlungen bei YouTube geguckt und überall, dann hat sie einige Frauen gefunden, die auch Partnervermittlungen haben und die haben auch Videos diese Partnervermittlerinnen. Aber sie sagt, die hat как das, они туда die уезжают? Hat, я не hat знаю. Diese, diesen Eindruck, diese Frauen, die Partnervermittlerinnen, die sind selbst so irgendwie viel rauchen und Alkohol trinken, vielleicht weil sie so schlecht aussehen und irgendwie kann keinen guten Eindruck machen, dass sie gar nicht sich vertrauen kann, diesen Menschen, die sagt, ich verstehe, wenn sie der Agentur Partnervermittlung nicht vertrauen kann, dann kann sie auch nicht arbeiten mit diesen und nicht versucht sie auch gar nicht da zu suchen. Okay, dann bleibst du bei Deutschland und Schweiz und Österreich. Значит, будто она искать дальше, говорю, в этой Schweiz, Швейцария, Австрия, ну, будем искать. Люксембург тоже хорошая Люксембург страна. Люксембург geht's auch. Deswegen bleiben wir erstmal bei deutschsprachigen Ländern und geben wir ein Jahr für die weitere Suche. Ne? Возьмем еще этот годик, будем искать. Ты же сказала, что я гадалка, что в этом году выйдешь замуж. В этом. Die Wahrsagerin hat er gesagt, die wird in diesem Jahr heiraten, Katja. Deswegen hoffen wir alle und werden wir beobachten. Так, Патрик hat hier was geschrieben. Патрик написал. Zufälle gibt's. Wir wussten wirklich nicht, dass ein Video von ihr kommt und richten einen schönen Gruß. Nein, wir beobachten dich nicht, aber mussten alle lachen. Ну, Патрик очень обрадовался, он даже не подумал, что мы как вот такое интересное совпадение. Ну, как бы вот судьба такая. Спланированное совпадение. Wir haben schon geplant, wir haben mit Katja auch früher geplant, da waren ihre Kinder krank, aber diesmal hat es geklappt. Я говорю, мы просто раньше уже запланировали, тогда дети заболели. Вот, поэтому я тоже очень рада, что получилось в этот раз. Вот, wir haben uns sehr gefreut, dass diesmal klappte. Ich lese jetzt auf Deutsch und erzähle dir kurz auf Russisch. Сейчас прочитаю на немецком, потом тебе на русском скажу. Super Idee, gemeinsam Borscht zu kochen. Ich fand Katjas Quitschkuchen sah auch sehr lecker aus. Die Katja konnte sich das Lachen im Video fast nicht verhalten. Wie verläuft ein normaler Tag im Leben von Fräulein Kätchen? Wie ist es ihr ergangen in Kiew, als sie von Donetsk gekommen ist? War das schwierig, in Kiew Fuß zu fassen? Wie steht Katja dazu, wenn ihr zukünftigen Partner eine Tochter ungefähr im gleichen Alter wie zwei Söhne und Töchter? Viel Spaß beim Kochen und gutes Gelingen mit dem Borscht. Frau Pastuchova kennt den richtigen Namen von mir. Echt? Das kenne ich nicht, weil sie sind so hier bei mir. Йонуто, kenne ich leider nicht den richtigen Namen von Ihnen, müssen Sie mir schreiben. Тут прям так много очень вопросов в этом комментарии. Blitz, и пишет, Blitz. Что фрау Пастухова знает мое правильное имя. Я не знаю правильное имя. Я не знаю пишут? Правильное имя. Очень много вопросов, прям, also, das ist so ein wunderbarer Kommentar. Ich würde tatsächlich zu diesem Kommentar noch ein Video machen. Ну, прям так много классных вопросов, надо отдельное видео снимать. Давай. Потому что у нас уже 13 минут. Я быстро, блиц. Нет, Кать, давай сделаем, наверное, на другое видео. Hier sind sehr ausführliche Fragen. Umzug von Donetsk, wie es war und wie sie, например, переезд с Донецка в Киев. Как тебе тяжело это все далось? Это тоже интересно очень. Тяжело ли было здесь вжиться вот в Киеве, в новых условиях? Потом, как у тебя проходят вообще будние дни проходят у тебя? Потом, можешь ли ты себе представить, что у твоего будущего партнера дочка есть в таком же возрасте, как твои два сына? Можешь ли себе представить? Одна или две дочки? Ну, здесь написано одна. Die fragt eine Tochter oder zwei. Zwei Töchter wäre noch besser. Две дочки было бы еще лучше для каждого по одной. Ich sage, zwei Töchter wäre besser. Für jeden Sohn eine Braut. Ne? Или расскажем, давай. Или потому что сейчас снова будем записывать. Да я быстро расскажу. Хорошо, давай про Донецк. Про Донецк. Мы когда переезжали, да, было тяжело, уже там война началась, бомбили, там эти блокпосты, ну, страшно было переезжать. Но мы, было, сюда мы в эту квартиру переезжали, это знакомые, они живут в Германии. Нам было куда переезжать, и ну, муж зарабатывал хорошо, поэтому мы не то, что как у людей, ну, там тяжелое материальное положение было.
Но все равно для меня Киев чужой, я долго очень привыкала. Я не знаю, я года три, наверное, привыкала. Die sagte, die war natürlich schwer, dieses Gebiet, Kriegsgebiet zu verlassen und in neuer Stadt anzufangen, obwohl die nicht gerade arm waren. Die war verheiratet und ihr Mann hat gut verdient und die konnten hier natürlich sich einiges leisten in Kiew. Aber die brauchte sehr viel Zeit, um sich an diese fremde Stadt zu gewöhnen und die hat sich immer noch nicht gewöhnt. Die fühlt sich immer noch hier fremd. Когда нет денег, ну просто так взять и с места сорваться, переехать в Киев, это невозможно. Wenn man kein Geld hat und dann du willst auf einmal Wohngebiet wechseln und nach Kiew umzuziehen, ist unmöglich. Ну были различные там моменты, говорили донецкое быдло, потому что же номера, ну тут ну, разные были, ну просто относишься так, как бы, ну ты знаешь правду. Es gab ganz verschiedene Momente, man hat auch Donetsk, Leute aus Donetsk auch beleidigt und angegriffen, aber wie wir wissen, es gibt natürlich immer so bescheuerte Menschen, die das tun, weil man konnte auf den Autos Kennzeichen sehen aus Donetsk und da sind sie dann hierher gekommen. Deswegen gibt es einige, waren auch einige Attacken, ja, aus dieser Seite. Katja, давай, может, это про день расскажешь ты в другом последнем про видео. Про день, да, ну das что sind, день, что, что там день? Wie läuft, wie sieht bei dir der Tag aus? Ne? So, как у тебя просто будни дни? Ну, обязательно каждый день что-то готовлю, убираю, стираю, глажу. Jeden Tag natürlich kocht sie, bügelt sie, wäscht sie, räumt auf. Das ist natürlich Haushaltsarbeit, dann hat sie zwei Söhne, zwei Ребенка, да, но по возможности 3-4 дня в неделю я работаю, то, что у меня как бы для души, для творчества, то, что мне приносит деньги. 3-4 Tage in der Woche arbeitet sie, sie wissen schon, diese kreative Arbeit mit Mode, Design und Kosmetik, was sie dann mit Frauen dann macht, das natürlich macht ihr Spaß, Freude und Geld. С подругами встречаюсь 2 раза в месяц где-то, ну нет, нет, может быть где-то, может даже чаще там, ну вот именно так, чтобы конкретно погулять, наверное, 2 раза в месяц, я думаю, с подругами встречаюсь. Ungefähr zweimal im Monat trifft sie sich mit Freundinnen. Die sagte, manchmal so öfter, aber so richtig, dass du so gezielt, dass sie dann spazieren gehen, mal Zeit zusammen verbringen, das macht sie wirklich so geplant, 2-mal im Monat ungefähr. Я одиночка по жизни, у меня нет такой зависимости, что там у меня какие-то, мне нужны друзья, либо еще что-то, я вместо людей всегда выберу книгу, либо фильм какой-то хороший посмотреть. Eigentlich, sagte Katja, die würde sich so Einzelgänger in diesem Leben nennen, so dass sie nicht unbedingt diese große Gesellschaft braucht, viele Freundinnen um sich herum und die sagte, wenn ich Zeit habe, freue ich mich mal ein bisschen so ein Buch zu lesen, das bringt ihr sehr viel Spaß. Die sucht nicht immer große Gesellschaften, ja, lustig, muss es nicht immer sein. Я могу сама пойти в парк, в музей, в кинотеатр сама, у меня вообще не проблема. Die geht gerne zum Beispiel alleine in den Park spazieren, ins Museum, das macht ihr auch Spaß, das ist kein Problem für mich. Да, и вот этот Йонота очень хвалил твой пирог. Помнишь, ты тогда пекла, вспомнили про твой этот... Как называется он? Киш. Киш, киш. Entschuldigung, Наталья kennt sich gar nicht an. Ich sage hier, Йонота hat sehr dein Kuchen Киш gelobt, dass das sehr toll aussah. Я говорю, сказал, что очень классно выглядел тогда твой этот пирог, который ты готовила. Да. Ну, обычно я с вечера планирую то, что мне нужно на следующий день сделать, чтобы там все успеть, чтобы было продуктивно. Я могу даже в блокнот записать. Normalerweise sagt Katja, ich plane meinen Tag am Abend schon, was ich morgen machen will und was ich plane. Und meistens sogar notiert sie in einem Notizbuch. Für morgen und so geht es dann, ne? Ну и по утрам у меня там время занимало, я делала кундалини йогу. Сейчас хочу гвозди купить, Наташа научится стоять на гвоздях. Oh, die sagte, morgens macht sie Kundalini Yoga und morgens steht sie zum Beispiel und die will Nagel kaufen, die will auf diesen Nagel stehen. Стоять, босиком на гвоздях стоять хочешь? Дети акупунктурный коврик начнут, а я именно уже на гвоздях. Сейчас und, куплю und себе Kinder, wenn sie diese Teppich mit Akupunktur für Kinder und für sich möchte sie so, наверное, такие досточки с гвоздями или как? Да, да. Da gibt's so extra so Holzbretter mit Nägel und die will da drauf stehen lernen. Schon die kauft sich für den Geburtstag. Die скоро день рождения? Да. Когда? Март. А, die hat im März Geburtstag. Dann schenkt sie sich dieses Geschenk für Geburtstag. Ну а вечером дети с садика приходят помыть.
накормить, буквы читать, ну, все вот эти дела, ja, подготовка к школе. Kinder kommen aus dem Kindergarten, die muss ihnen Essen geben, für Schule vorbereiten, die gehen bald in die Schule, die macht mit ihnen schon lernt, hat so Bücher gekauft, tut ja уже, покажи, как ты с детьми занимаешься, die macht mit Kindern so, bringt ihnen Kunst, den Kindern so Bücher, alles, lernen hier so berühmte Künstler. Die Kinder, die kommen. Это тут художники, но мы в основном учим эпоху Ренессанса, потому что я современное искусство не особо. Wir lernen so Renaissance und Künstler verschiedene. Начинаем с Леонардо да Винчи. Die fangen mit Leonardo da Vinci an und die sagte, Kinder kommen ins Museum, wir kennen das schon, Bilder und sowas. Говорит, это мамина любимая. Da sagen Kinder, das ist Mama Lieblingsbild. Дальше там я пролистываю. Ага, Микеланджело, Давид. Вот это они когда спать не хотят ложиться, они всех перечисляют. Микеланджело, Давид и дети, которые блеттер, они знают это уже. Дальше Рафаэль, Тициан. Рафаэль, Тициан. И дети, конечно, уже лезут это. Да, ну и так вот, доходим, конечно, до современного искусства, но акцент на... И дальше geht man diesem Buch bis zur modernen Kunst. Конечно, там вот такая Ван Гог. Хорошая книжка. Да, да, да. Ван еще Гог. У меня есть, сейчас я покажу. А есть такая, вышли мне ссылку на такую книжку. Я говорю, schick mir auch dieses Buch, werde ich mit meinen Kindern auch lesen. Das ist das, was sie da machen mit Kindern. Dann hat sie noch ein interessantes Buch. Ну и буквы учимся писать. Wir lernen schon mit Kindern Buchstaben schreiben. Wir arbeiten viel mit Kindern. Рисунки. Вот это тоже, да? Und das sind auch alle Bilder, schauen Sie. Und das natürlich. Леонардо да Винчи. Zusammen. Леонардо да Винчи, да, это auch. Где-то перелистываю. Любимая, да, картина. Вот это тоже. Eins von Lieblingsbildern. Ja, das ist. Сандро Боттичелли здесь. Mm-hmm. Они смотрят. Вот и Kinder lieben das. Вот Леонардо да Винчи, ты его. А, das ist so ein Bild von Leonardo da Vinci. Das zeige ich Ihnen näher. So, mit dem Kindchen. Mm-hmm. В общем, я люблю ходить по музеям. Нет музеев, нет любви. Die liebt Museen. Und ich sagte, ohne Museum gibt es keine Liebe. А про девочку, если будет девочка у мужчины, да ради бога, пусть будет девочка. Можно же попробовать, получится, не получится. Und sie sagte, wenn sie ein Mädchen hat, haben, da hat sie überhaupt kein Problem mit dem Kind. Sie hat selber Kind und wir schauen, ob das bei uns funktioniert. Das ist erstmal kein Problem. Hauptsache, das passt. Na, причем тут дети? Вообще-то главное, чтобы у вас подошло, ну, да. У тебя, у а него. Потом... Was haben denn Kinder damit zu tun? Ja? Hauptsache, dass sie selbst als Mann und Katja sich verständigt und zusammenpassen, dass sie miteinander glücklich sind. Und Kinder gehören dazu. Oh, твои дети, у меня голова болит. Она говорит, я möchte nicht so einen Mann kennenlernen, der ihr später sagen würde, oh, mein Gott, deine Kinder, ich habe Kopfschmerzen von denen. Но das как wäre они? Schlecht. Под natürlich. Столом должны сидеть и молчать, тихонечко расти. Man kann nicht erwarten, dass die Kinder unter dem Tisch sitzen werden und schweigen und leise wachsen, bis sie groß sind. Na gut, nächste Frage. Привет, ihr zwei. Schön, dass ihr euch so viel Zeit nehmt. Ihr kocht bestimmt den roten Borsch mit roter Beete. Es soll ja auch noch einen weißen geben. Привет, двое. Классно, что вы собрались. Вы наверняка красный борщ будете варить, но есть же и белый. Jo, gibt's. В один день мы, к сожалению, мы в следующий раз приложим больше усилий, сварим и зеленый, и розовый, и красный, и грибной. Leider haben wir am einen Tag nicht so viel geschafft. Nächstes Mal, sagte Katja, geben wir uns mehr Mühe und machen roten Borsch, rosa Borsch, weißen Borsch und Pilzsuppe noch dazu. So, dann gibt's nächste Frage. Wunderbar, wir wollen gerne sehen. Und dann muss man auch in Zürich live machen. В общем, замечательно, очень рады будут смотреть, когда вы сделаете в Цюрихе что-нибудь live. Катя, когда будем делать, снимать в Цюрихе лайв? А я в Катя, wann machen wir in Zürich live? Я была только, к сожалению, в аутлете Фокстаун проездом. Туда, знаете, туда Сен-Лоран. Я так люблю эти французские названия, французские слова. А вот что-то Махен еще не получилось сделать. А, die war in der Schweiz nur einmal in einem Outlet. Hat sie dann den Namen gesagt, wo sie war. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich war noch in der Schweiz nie in Outlet.
würde ich gerne auch können. Может, nee, nicht, nicht kann man ехать в Швейцарию. Keiner lädt sie ein in die Schweiz. Warum soll sie dahin fahren? Wie denn auch? В Германию уже все уехали, даже ленивые. Nach Deutschland sind schon alle weggefahren, sogar die Faulen. So, deswegen hat sie dort Freunde. Aber in der Schweiz hat sie keine einzigen. Как-то сложно у вас там пересечь границу, как-то стать жителем страны, очень тяжело. Man hat das Gefühl, sagte Katja, bei euch ist in der Schweiz noch schwieriger, hierher zu kommen. Sogar die Grenze, über die Grenze in die Schweiz ist es noch komplizierter. Und dort bei euch zu leben, ist es noch komplizierter. Ja? Aber schlecht ist das dort nicht. Ну, плохо там, не плохо. Ну, то вот давай загадаем желание в Швейцарии с тобой лайв что-то сделать. Лайв? Ну, ты ж будешь... Ну, я, может, приеду там в Париж, мы с подружкой хотим, или в этот, господи... Ich sage, Katja, ну, können wir mindestens wünschen, dass wir irgendwann in der Schweiz, in Zürich etwas live machen. Wünschen darf man. Ну, пожелать же можно, давай пожелаем. Чего нам не пожелать? Ну, хорошо, я просто wir так ответственна, das. Я же не могу языком ляп-ляп. Katja sagt, die macht sofort sich Gedanken, wie kann sie das realisieren? Weil die sagte, ich liebe das nicht zu versprechen und dann das nicht machen. Aber wünschen ist das doch ein Versprechen. Nur ich просто пожелаю. Ну, было бы неплохо, с радостью. Vielleicht fahren wir zusammen zu Outlet irgendwann. Ne? Es gibt auch in Holland Outlet. Ну, в Голландию ближе. Голландия, там же музей Ван Гога самый большой. Я там не была еще. Тюльпаны. О, дизапия. Ван Гог, тюльпаны. Голланд, это тюльпен, Ван Гог музеум. Самый большой, там очень много. Das größte Museum mit Ван Гог, da muss man hin. Guten Morgen, darf ich zum Essen kommen? Viel Spaß euch zwei Hübschen. Da schreibt man uns auch ein Mann. Lesen wir den Namen nicht. Guck mal. Verstehe nicht. Ne? Was für eine schöne Idee mit den Fragen. Zu dem Gericht habe ich leider keine Frage. Weiß aber, dass es sehr lecker ist. Habe ich es einmal in Kiew gegessen. Wenn allgemein Fragen erlaubt sind, was sind weitere typische ukrainische Gerichte? Welches Fleisch wird oft verwendet? Fisch, Geflügel, Rind, Schwein oder gar Wild? Ist Fleisch Einsatz? Ist Fleischersatz auch ein großes neues Thema in der Ukraine? Wie in Deutschland gibt es auch Beziehungen, wo eher der Mann kocht und nicht die Frau. Mögen die meisten ukrainischen Frauen kochen? Stimmt das, es oft ein Gericht gekocht wird und dieses dann über mehrere Tage? Das ist aber viel. Wir schaffen nicht. Wir beenden dieses Video und wir machen noch ein kleines Video und dann fangen wir mit diesen Fragen. Das ist viel zu viel, sonst Video wird wieder über 40 Minuten und können wir gar nicht laden. Und jetzt übersetze ich Katja und die beantwortet diese Fragen. Vielen Dank und bis auf das nächste Video. Катюш, в следующем видео, если мы успеем вообще, сделаем 15 минут. Wir nehmen Zeit, 15 Minuten. А что там за вопрос хоть? Да очень много, сейчас переведу. Die Frage, was für eine Frage. Что за вопрос? Gute Fragen, aber sehr viel. Wir machen jetzt ganz schnell noch ein Video und dann muss ich Kinder von dem Kindergarten abholen und ich muss endlich abbauen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Diese Fragen kommen jetzt hinterher. Vielen Dank und bis auf das nächste Video, liebe Männer.